Oh, ich dachte schon, da kommt jetzt irgendeiner von unten. Hallo? Das ist natürlich auch arschig, wenn du hier oben bist, nur noch zu zweit spielst und... Ah, hier finden die mich. Scheiße. Sechs. Ich gehe lieber mal vom Dach, nicht, dass sie mich sehen. Zu sechs sind wir also nur noch. Oder... Oh, oh. Da unten stehen zwei. Oh, oh. Das ist aber scheiße, wenn die zusammenarbeiten oder wenn die im Team spielen. Das ist immer scheiße. Das, so Leute, die bei Hunger Games im Team spielen, wenn es nicht erlaubt ist, sind richtige Pussys. Da merkst du, die haben sowas noch nie gespielt. Die können das nicht. Deswegen bauen sie erstmal ein bisschen Unterstützung. Und ja. Meine Meinung dazu, weil ich da schon auch oft dazu gefragt wurde oder halt drauf angesprochen wurde, warum bist du so dagegen und so? Oder warum hast du nicht Bock, dass wir beide mal in einem Team spielen? Oh, Steak! So, erstmal schön was fressen hier. Nee, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, ich behalte mal mein schönes Steak in der Hand. Nee, oh oh. Der kommt näher. So, hier gehen gleich alle Lichter aus. Da unten. Seht ihr das? Der Penner kommt immer höher. Ah, oh. Ich könnte ihn jetzt natürlich überraschen. Warte mal, ich überrasche den mal. Da ist er. Luke P. Kannst du mal stehen bleiben? Luke P. Pervias, glaube ich. Ich würde jetzt hier gerne irgendwie aus dem Fenster springen. Aber das geht nicht. Oh oh. Ich befürchte, der ist jetzt gleich oben. Oder ist der ganz woanders? Oder ist der nicht da, wo ich hin will? Muss mal kurz gucken. Ich wage das jetzt einfach mal. Ich riskiere das jetzt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gleich krepiere. Aber das ist mir jetzt erstmal. Oh. Ah, der könnte natürlich jetzt überall sein. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel riskieren. Ich gucke aber mal so in sicherer Stellung. Und jetzt so von hinten. Bam! Voll in die Fresse tot. Da. Da ist er. Der Luke P. Pervers oder so. Na, kommt er nicht hoch? Oh oh. Oh oh. Jetzt hat er mich gesehen. Und jetzt mache ich einen Abflug. So, schön verstecken, dass er mich nicht sieht. Oh oh. Ich hab dir doch gesagt, er hat uns gesehen. Einfach mal hier rauf. Hui! Aua. Gut. Keiner von da, keiner von da. Ich hoffe jetzt auch keiner hier unten irgendwo. Ne, scheint nicht so. Puh. Okay, ich hatte gedacht, der hat. Ah! Warum habe ich das jetzt nicht riskiert? Der hatte nämlich auch so wie ich eigentlich nichts. Aber vielleicht hat er ja vorgetäuscht. Hier war bestimmt schon einer. Nein! Guck dir das mal an, ey. Ich glaub das nicht, ey. Guck dir das an. Da war hier noch keiner. Gut, jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal so okay, sag ich mal, ausgerüstet mit so einem Eisenschwert, geht man doch ein bisschen beruhiger an die Sache ran. Fünf Stück. Da ist einer zu Tode gebrannt. Cool. Soll ich jetzt. Ah, soll ich jetzt hier bleiben in dem Haus und warten? Oder soll ich es riskieren? Also. Wo war denn das Haus, wo er drin war? Hier, ne? Guck, das ist das Haus, wo wir den gerade getroffen haben oder auch nicht. Klammer auf, Klammer zu. Geh mal hier rein. Hier könnte es natürlich auch immer sein, dass andere. Oh, wie viel haben die denn liegen lassen, ey? Krieg ich mal Schuhe? Jawoll. Schuhe eingesackt. Hier ist keiner.
Puh, einmal tief durchatmen und dann geht das weiter. Wir sind noch zu viert. Also die Map, die läuft jetzt eigentlich ganz gut. Die möchte ich, wenn es geht, natürlich auch gewinnen, aber ich glaube eher nicht. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte in der letzten Map nur drei in meiner Kontaktliste on. Das ist mir sowas von scheißegal gerade. Also, ne, warte, was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Bei der letzten Survival Games Map, da habe ich das ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich zwar ganz oft Hunger Games zocke und solche Events, aber da eigentlich richtig schlecht bin. Oder was heißt richtig schlecht? So ein Vollnoob bin ich nicht. Außer vorhin habt ihr ja gesehen, in Arena 2 oder auf Server 2 und dann in irgendeiner Arena. Ey, wo sind die denn? Gut, die Truhe, die haben sie schon geplündert. Da hinten ist ein Tunnel. Denkst du? Denkst du? Sowas zu bauen ist aber eigentlich auch richtig geil, ne? Guck mal. Kannst du hier oben so nachstellen, als ob das eine. Ja, ein ICE wäre. Hier der Bahnhof. Boah, das ist echt hammergeil gemacht. So, komm. Also ich werde auf jeden Fall diese Folge, werde ich auf jeden Fall aufteilen in zwei Teile. Muss ich mal gucken, weil der letzte Teil, der ging, glaube ich, 20 oder 25 Minuten. Schlag mich tot, wenn es mehr oder weniger waren. Da ging das ja noch, aber wenn ich jetzt die Aufnahme beende und wir haben am Ende irgendwie eine Stunde oder 50 Minuten, da kann man das ja ruhig mal aufteilen, das ist ja nicht so das Problem. Da ist eine Kiste. Ein Lederharnisch und ein Pfeil. Da ist, glaube ich, noch eine Kiste gewesen. Wo sind die denn alle, ey? Die machen bestimmt genau dasselbe wie ich. Denken sich, ah, komm, leck mich doch, ich verstecke mich irgendwo und dann. Ja, aber egal. Ich spiele so lange, bis ich irgendwie sterbe oder bis die anderen sich irgendwie freiwillig umbringen. Oh. Da hat irgendeiner die Arena geleftet. Boah, da wurde einer für 15.833 Minuten gekickt. Also für ein paar Tage. So, hier war ich aber noch nicht. Dann nutze ich einfach mal die Gelegenheit und packe. Nee, und packe die Gelegenheit beim Schopfe, um mich besser auszurüsten. Hahaha, ein klugscheißerischer Spruch. Aber egal. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Wie gesagt, die Map, die kenne ich eigentlich ganz gut. Die habe ich auch schon mal gezockt. Früher habe ich da gerade einen Namen gesehen. Hab ich da gerade einen Namen gesehen oder? Nee. Dann war das vom Chat. Oh! Oh! Jetzt haben wir noch drei. Ein weiterer wurde getötet mit. Getillt, gekillt. Los in Welt. 11 bis 14. Go, 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 go. Fug. Boah, ihr wollt gar nicht sehen, wie ich gerade auf meinem Stuhl sitze. So, ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen. Wow. Oh. So, ein ganz kurzer Booster-Moment. Boah, ein extremer Booster. Weiter geht's. La 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 la. Wow. Zu zweit. So. Jacobi was killed MC Player. So. Jakobibel. Jakobibel, 1, 2, 3. Jakobibel 1, 2, 3. Wo bist du? Wenn ich Jakobibel 1, 2, 3 wäre. Wo bist du? Zeig mir deinen Weg. Wo bist du? Erscheine. Gib mir einen Hinweis. Gib mir einen Hinweis. Da hinten habe ich gerade den Blitz gesehen. Auf ihn mit Köppel. Auf ihn. Gut, ich muss auch immer mal wieder hinter mich gucken.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass der. Der war gerade ganz schön nah, der Blitz. Also muss er hier irgendwo in der Nähe sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen Bogen hat und irgendwo sniped. Campt. Wie immer ihr es nennen wollt. So, haha. Das ist natürlich jetzt ganz tricky. Hier darf ich jetzt bloß nicht reinfallen. Ich guck nochmal hinter mir. Nicht, dass er mich gleich reinschubst. Okay. Wie willst du da rankommen, ey? Der kann sogar nie rankommen, oder? Ne. Wie willst du da rankommen? Kannst dich natürlich ranbauen, indem du irgendwie was abbaust, aber. Alter, da! Ja, komm her, Baby! Jo, Baby! Oh nein, ich hab verloren! Nein, das gibt's doch nicht! Fuck! Ach, scheiße! Aber ich bin auf jeden Fall Zweiter. Ein zweiter Platz, das ist doch nicht schlecht. Ich denke mal, wir spielen mal noch eine Runde Hunger Games und dann schauen wir mal, vielleicht können wir ja noch was anderes machen, ein Parcours oder so. Arena 3, 4. Oh. Oh. Dieselbe Map nochmal. Oh. Ich renne lieber weg. Dankeschön, wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song. Und los. Oh. Ja, wie unfair ist denn das? La 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 la. Also eigentlich müsste der doch. Jawoll, ist er down, ist er down. Alter, verpiss dich. Hallo, Superman. Ich hab die. Ey, ich schlag tausendmal auf den ein. Ich kann auch nichts dafür. Oh mein Gott, ich hab voll die hohe Stimme. Gut, dann gehen wir mal woanders hin. Hat eigentlich ganz viel Bock gemacht. Bis auf so ein paar Fails. Habt ihr ja gerade gesehen. Ich habe 50.000 Mal auf seinen Rücken geschlagen. Er stirbt einfach nicht. So, calm down, calm down. Alter, ihr müsst mich mal bei FIFA erleben, wie ich darauf bin. Was hat das denn gerade? So, wollen wir mal in so einen Parcours reingehen? Server-Parcours. Welcome to Parcours, Slime Game. Okay, ihr könnt insgesamt 500 Spieler rein. 44 sind online. Warum steht da jetzt nur 200? Welcome to Minecraft Survival Games Parcours. Turnaround for Parcours 2.0. Warp Parcours for Parcours 1.0. Parcours 2.0. There will be new Parcours Maps soon. Extreme? Coming soon. Aha, okay. Gut, das entsteht noch. Dann gehen wir mal die Anrichtung. Alter, ist das geil gemacht. Muss man wirklich sagen. Also, das haben sie wirklich gut gemacht. So. Oh, scheiße. Da kann man die anderen nicht runterschmeißen. So, jetzt könnt ihr mal meine Skills sehen. Für bei, wenn ich Jump'n'Run Map spiele. Jawoll, da kommt genau das dabei raus. Geronimo! Hui! Oh. Gut, das war ein bisschen schnell. La 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 la. Wow. Aber wenn es dann so lag, guck mal, ich. Boah. Gerade bin ich gesprintet und da hat es wieder angefangen zu lenken. Ja, geh weiter. Fahr weiter. Fahr weiter, du Vogel. Oh. So, das soll ich noch schaffen. Komm. Jawoll. So, wo geht's weiter? Jungle, ach, hier geht's weiter. Clouds, Mushroom, back to spawn. Ah. Nö. Nö, kein Bock. Ich gehe lieber hier lang. Das war geil. Dann werde ich auch, glaube ich, für diese Let's Play-Reihe, sage ich mal, eine eigene Playlist erstellen. Ich glaube, die andere habe ich genannt irgendwie Let's Play. Ah, Survival Games, Hunger Games und noch viel mehr. Kann das sein, dass ich es so genannt habe? Kann sein, ne? Oh nein! Oh nein! Oh gut. Gut. Okay, alles klar, dann kann ich doch ruhig sterben, weil ich habe gedacht, da spawne ich wieder ganz am Anfang. Das wäre richtig arschig gewesen. Nein, falsch.
Falsche Höhe. Da sind wir. Falsche Höhe. Falsche Höhe. So. Wow. Dankeschön, wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song. Und los. Ach ja. Die Jungs von der Cantina Band. Hui. Zack. Das kriege ich immer nie hin, wenn man. Ist das schlecht, Alter? Das geht ja gar nicht. Ui, nicht geschafft. Gut, also jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Deadlift. Jetzt machen wir ein bisschen Ernst. Und aus Ernst wurde Spaß. Ne, aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist heute 4 Jahre alt, ne? Verstehe ich jetzt nicht. Was? Was hat er gesagt? Die verkaufen Schokolade. Verkaufen Schokolade? Ja. Was? Was verkaufen die? Pilze. Kekse. Kekse. Boah, gerade noch so. Schaffe ich das doch so mit einem einfachen Sprung? Oh ja. Das schaffe ich auch nur mit einem Doppelsprung. Jawohl. Jawohl. So. Aber, okay, gut. Man joint wieder hier drauf. Das ist okay, dann kann ich auch mal was versuchen. Ich versuche das mal direkt zu schaffen in einem Rutsch. Na gut, das wirst du nicht schaffen, da musst du schon von hier starten. Na? Na klar, die schaffen das wieder, aber ich nicht. Ich will doch nur paar Kekse. I'll be looking for freedom. I'll be looking so long. Nein, das gibt's doch gar nicht. Da lässt er einfach Shift los, was bei mir X ist. Ja, ich habe zu ducken auf X und nicht auf Shift oder auf Steuerung. Ah ne, da ist ja Optifine, aber bei mir ist Optifine noch nicht auf Steuerung, sondern auf Leertaste. Oh nein! Das finde ich jetzt gerade ein bisschen scheiße. Verpiss dich, geh weiter da. Das erinnert mich an was. Ich war mal auf dem Server, auch so mit einem Parcours. Und da, das regt mich auf, das werdet ihr bestimmt auch kennen. Kennt ihr das, wenn 50 Millionen Leute auf einem und denselben Block stehen und einfach nicht weiterspringen, weil sie Schiss haben, runterzufliegen? Das kotzt mich an, ey. Das regt mich immer auf, weil dann siehst du nicht, dann siehst du in den Kopf rein, dann siehst du da einen Creeper-Kopf. Scheiß-Dings. So, oh nein! Jetzt war ich doch schon so weit. Ach, komm mal hier. Komm noch irgendwie zurück zum Spawn. Ich hab keinen Bock mehr. Auf diese Fliegenpilz-Scheiße hier. Eigentlich wollte ich euch den Server ja nur kurz zeigen, dass ihr euch selbst ein Bild machen könnt, aber naja. So, jetzt hast du mal auf mit meiner Fingerfertigkeit. Oh, nein! Mal, jetzt geh ich wieder zurück zum Spawn, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt bin ich schon oft gestorben. Ich probiere mal Warp Parcours 01. Ich probiere den Maus, ob der ein bisschen leichter ist. Geil, jetzt habe ich mir das natürlich zugemacht. Parcours 1. You don't have permission to use this web? Warp? Aber ja, hier wieder Spawn. Nein! Ach so. Klar, hier rein, hier. Back to Cube. Hui. So, super. Was können wir denn noch austesten? Und das war's das jetzt erstmal. Ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Falls euch das gefallen hat, unten in der Videobeschreibung steht, wie gesagt, die Server-IP. Könnt ihr ja mal selber drauf joinen und euch ein Bild drauf machen. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Wenn ich eine Bewertung geben müsste, von den Punkten her, 10 Punkten würde ich 8 geben. Zwar deshalb 8, ich muss einen Punkt abziehen, weil die Grace Period, die ist mir persönlich zu kurz, einfach 10 Sekunden, da schaffst du es ja kaum mal, die Kisten durchzusuchen, auszusortieren, also deswegen da einen Punkt Abzug. Und auch noch ein Punkt Abzug, da hat man ja gesehen, bei
zwei Kandidaten, da hatte ich ein Schwert, er hatte einen Apfel, ich hatte eine Rüstung, er hatte gar nichts und er hat mich getötet. Das finde ich ein bisschen unlogisch. Dann habe ich halt die ganze Zeit von hinten auf einen eingeschlagen. Da! Da ist er! Auf den Typen habe ich die ganze Zeit eingeschlagen, der ist nicht gestorben. Und ja, das finde ich ein bisschen unlogisch. Vielleicht war es auch nur ein Bug, keine Ahnung. Naja, aber wie gesagt, macht euch selber ein Bild von dem Server. IP steht unten in der Videobeschreibung. Und ja, das sollte es mal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, dass ihr wieder dabei wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem nächsten Server. Und das sei nochmal angemerkt, wenn ihr auch Server kennt, wo wir Hunger Games drauf zocken können, schreibt mir eine PN oder schreibt's, sorry, schreibt's unten in die Kommentare rein und dann können wir vielleicht in der ein oder anderen Folge mal euren Server joinen, den ihr rausgesucht habt. Und ja, so, ich bin raus, ich bin weg. Danke fürs Zuschauen. Bis auf den nächsten Server. Tschüssi, euer HSPLP. Halt, so jetzt. Und stopp und tschüss, ihr Gurkendiebe.